Hi, heute wird der Premiere. Ja. Mal gucken. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch. Ja, vorige Woche bin ich gefragt worden, heute bin ich schon hier. In diesen Zeiten erstmal ein Dankeschön, dass überhaupt was stattfinden darf, oder? Wir sind doch froh, dass wir zu Hause rauskommen. Und dann hat mir gesagt, du kriegst wohl keinen Beifall. Ich sagte, so waren die ersten 5 Jahre im Kabarett sowieso. Tag zusammen. Das ist meine Hütte. Die habe ich mir vor 9 Jahren bauen lassen als Rückzugsort, als Refugium zum Erholen, aber auch zum Schreiben oder erstmal zum Ideensammeln, zum Brainstormen, zum Denken, wie jetzt, wo mein Jubiläumsprogramm ansteht. 20 Jahre Kabarett und die ersten Ideen und so das erste Konzept, das entwerfe ich hier in meiner Hütte. Kommt doch mal mit rein. Lieber Jürgen, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Das ist wohl eine schöne Strauß. Ja, das ist aber toll. Danke. 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 Ja, wir sind dieses Jahr 20 Jahre zusammen. Ne? Hier habe ich schon mal was vorbereitet. Hier 1997 als Präsident der Karnevalsabteilung in meinem Heimatort Mariadorf auf der Bühne. Wie man sieht, hatten wir damals Karibik-Motto. Man sieht es an den Palmen und auch an meinem Outfit. 20 Jahre Kabarett, ne? Und für mich ist er der beste Musiker Deutschlands, Harald Klaassen. Oh. Dankeschön. Ach so, das war ich hier, ne? So. Also nicht als Musiker, aber der kann küssen, ne? Hey, also. Das ist eine ganz alte Erinnerung. 1970, meine allererste Rede im Kindergarten in Mariadorf. Ich halte die Rede noch in der Schriftrolle in der Hand bei der Verabschiedung einer Ordensschwester. Und das sind die Anfänge vom Kabarett. 1999, 2000 in einem der ersten Bühnenoutfit als Jopi Heesters. Der lebte damals noch und ich habe ihn parodiert. Und hier sieht man, dass wir uns für nichts zu schade waren. Ein Bühnenoutfit, eine Mischung aus Schwarzwald, Südamerika, ein Karneval-Special. Und Karneval war dann 2003 mitten im Kabarett, auch ein Intermezzo als Prinz der Stadt Alsdorf, hier mit meiner Frau Sandra als Prinzessin. Eine tolle Zeit, lang, lang ist's her. Ja, wir haben 3 Jubiläen dieses Jahr. Ich bin am Dienstag 5x11 geworden, ne? 55. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Hier sitze ich also jetzt und schreibe an meinem neuen Programm, an meinem Jubiläumsprogramm. Schreiben heißt, ich mache mir erstmal Notizen über Themen, die in dem Programm vorkommen sollen. Titel habe ich schon, sind ja 20 Jahre in 5x11 Jahren, in denen ich lebe. Jung, was bist du groß geworden? Ist ja auch so. Kennen Sie ja von Familienfeiern. Jung, was bist du groß geworden? Ja, dann Maria, ich werde ja schon 55. Angefangen haben wir am 12. November 1999 in meiner Heimat in Mariadorf. Und damals hat man gesagt, die kommen nie nach Mariadorf raus. Und jetzt sind wir nach 20 Jahren schon bis Alsdorf gekommen. Familienfeiern ist ein Thema. Die Tanten, die eingesprüht waren mit 4711 zum Beispiel, oder Kuchen oder auch die Jugend- und Kinderszenen. Das ist also die Themensammlung bisher. Auch einige Highlights aus Fernsehserien. Und ich habe immer schon Tierserien. Ganz früher Rintintin, ne? Furi, genau. Mr. Ed, das lachende Pferd. Ne? Der hat nachher Prinz Charles geheiratet. Ein Thema ist auch Körperpflege, wie sich das im Laufe der Jahre verändert hat. Ich schreibe da erst die Themen auf, dann bringe ich die in eine Form und am Schluss bei der Endredaktion
müssen dann daraus aufeinanderfolgende Pointen werden und Lieder kommen ja auch noch rein. Was auch kennzeichnend war, waren so allgemeine Sprüche. Ne? So, wenn man sich straft, Kinder wie die Zeit vergeht. Ne? An den Kindern siehst du, wie alt du wirst. Ne? Das war ja auch so, wie das Programm heißt, jetzt noch. Ne? Jung, was bist du groß geworden? Ja, dann Maria, ich werde ja 55. Ne? Mittwochs ist die Woche schon halb vorbei. Ne? Nur noch getoppt von meiner Oma, die sagte, heute und morgen noch, da haben wir wieder übermorgen. So, da komm, da lass mal Kaffee trinken. Ne? Und es war alles selbst gebacken, ne? Die Kaffeetafel, die jute Decklach auf. Ne? Da durfte doch nichts drauf kommen, dafür jabert ja hier der Tropfen stoppen. Ne? Da durfte nichts drauf kommen. Ne? Wenn du was versäutest, wurde nicht geschimpft. Meine Mutter sagte dann, ich bin enttäuscht von dir. Ne? Da hast du gedacht, jetzt komm ich in ein Tierheim. Ne? Teilchen ist Gebäck für Besuch, für den dir Kuchen zu schade ist und ein Plätzchen zu geizig wirken. Und dann jabet Kaffee, ne? Es jab aber auch so Kaffee, wo man so sagte, so, da ist was drin, ne? Irish Coffee, ne? Oder Rüdesheimer Kaffee, ne? Da war Kaffee der kleinste Bestandteil, ne? Da kam so ein Teil Kaffee, drei Teile Asbach, ne? War aber schön früher die Asbach-Zeit, ne? Ging's abends in die Wirtschaft, ein Glas Bier und ein Flasch Asbach dabei, ne? Wir hatten freitags so nette Männerrunde, ne? Fünf tranken Bier, einer musste fahren, der kriegte Asbach, ne? Und das waren auch so verschiedene Räume, ne? Die Frauen und die Männer saßen getrennt oft, wenn die Wohnung nicht groß sind. Und die Frauen saßen in der Küche, ne? Und der Frauenraum war früher zumindest lauter, ne? Die Frauen verjaßen über das Reden nicht trinken. Ne? Die Männer. Sag ja, die passen auch. Denn da kamen dann so die Gespräche: Wie ist es zu Hause? Ach ja, du kennst ihn ja. Meine Mann hat einen Bein kürzer wie das andere. Da musste mich mal an der Seite von der Bordschein gehen lassen. Ne? Bei die Männern, da ging es irgendwie knapper zu. Ne? Da wurde weniger gemulde, Bier kriegst du sowieso hingesetzt. Ne? Nur Kranke fragt man, was sie trinken wollen. Ne? Du musstest nur die Schnapsfarbe bestimmen. Ne? Braun oder weiß. Ne? Das Gespräch war kürzer, ne? Wie jede denn Frau, ist mir scheißegal. Ich hab sie gestern getroffen, ja, aber wohl nicht richtig. Hören Sie, Blumen, die sind wohl dies Jahr nicht so schön, ne? Die bekriegen sich ja nicht richtig, ne? Ja, ich bin offen hier, ne? Die bekriegen sich ja nicht, die anderen waren dankbarer, ne? Ja, da müssen wir die Mischung im Topf anders machen. Da müssen wir Viertel Torf, Viertel Mutter Erde, Viertel Sande, Viertel Kies und ein Viertel Wasser. Das sind doch 5 Viertel, ja, da müssen wir eine größere Pott nehmen. Und das war früher, das zieht sich heute Abend als Leitmotiv durch den Abend, das Kinderlied, was wir alle gelernt haben, Händchen klein. Ne? Das hören wir heute in verschiedenen Variationen. Ne? Das ist so Leitmotiv, wie bei Richard Wagner. Aber da ist das ja mit denen, ne? Nach 3 Stunden ein Leitmotiv. Ne? Heute ist das nur 1,5 Stunden. Ne? Wir singen erstens die Originalversion. Ne?
Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut steht ihm gut, er ist wohl genug. Aber Mama weinet sehr, hat ja gar kein Hänschen mehr. Da besinnt sich das Kind, läuft nach Haus geschwind. Da hört man noch an der Sprache von das Lied, wie man früher... Sind hier welche, die Hochdeutsch können? Ne, da hört man, wie man früher mit uns Kindern sprechen tat. Ne? Man sprach ja mit uns nicht so normal, sondern mit uns wurde früher getüttelt. Ne? Liebe, du gehst gleich mit der Mama Tata. Wir nehmen auch der Wawa mit. Und wenn wir zurückkommen, machen wir Ham-Ham. Und dann jemand in der Haie, ja, ne? Aber erst A, ne? Aber wenn Sie sich mal den Text des Liedes vor Augen führen, liebe Schülerinnen und Schüler, ne? Dann sehen Sie, dass das eigentlich keine heitere Kindergeschichte ist, sondern ein Drama, ne? Der kleine Hans, das Hänschen, beschließt, von zu Hause auszureißen, ne? Er lässt die Mutter allein zurück und entwickelt kriminelle Energie. Er nimmt Hut und Stock mit. Ne? Die Mama stürzt sich in Verzweiflung. Sie hat Verlustängste. Habe keine Hänschen mehr. Ne? Hänschen alle. Ne? Das ist eigentlich kein Stoff für ein Kinderlied, sondern für ein französisches Lied. Und auf Französisch heißt Lied ja Chanson. Ne? Der Sänger heißt Chansonnier. Ne? So wie Gilbert bekloppt, ne? Oder Charles has an Uhr, ne? Und da wird sich Hänschen klein etwa so anhören. Oh Hänschen klein, Jean le Petit, lief durch die Welt, partout le monde. Er nahm sich Hut und Stock, er hatte Bock auf eine Rande, wo mit einer Frau, ich weiß genau, die Mutter flennte. Er lief zurück. Und all sein Glück war Mutters Rente. Und ich habe also jetzt eine Idee für ein neues Thema am Schluss. Da geht es dann um eine Familienfeier in einem Wellnesshotel. Mit allem, was dazugehört, Sauna, Schwimmbad. Und eine Szene schwebt mir vor auf einer Abenteuerrutsche. Die Verwandtschaft ist also leicht angetrunken vom Sektfrühstück und feiert dann im Schwimmbad auf einer Abenteuerrutsche und kommt also zu zahlreichen Verwicklungen. Das wird also der Abschluss des Programms, so ungefähr mit einer starken Schlusspointe, sollte das Ganze dann enden. Jung, was bist du groß geworden? Ein Hänschen war unglücklich verliebt, ne? Aber auch für solche Schicksalsschläge. Ja, mit Sänger in der Hitparade, das waren auch textlich so halbe Schüsselohren. Ne? Zum Beispiel der Michael, der Holm. Hey.
ganz allein in die Welt hinein. Nach Stock und Tod, sowas geht nicht gut. Deine Mutter schrie, weinte schrecklich rum. John turned around, Hänschen drehte um. Alle. Hey. Sag mal, Hans, was machst du da? Hey, 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 hey. Du kannst doch nicht einfach von zu Hause weglaufen. Hey, 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 hey. Deine Mama weint sich die Augen aus. Hey, 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 hey. Und das Schlimmste ist, dein Vater geht ohne Hut zur Arbeit. Nein, mein Freund, so geht es wirklich nicht. Hänschen klein. 1989, meine Kinder können sich das schon ja nicht mehr vorstellen, gab es noch zwei deutsche Staaten. Ne? Es gab die Bundesrepublik und die DDR. Und drüben gab es ja auch einen begnadeten Rhetoriker, der uns heute zum Jubiläum gratulieren will. Liebe Freunde der sozialistischen Bewegung, auf der Mauer, auf der Lauer, sitzt ein kleiner Wanzen. Peeling, ne? Da habe ich meine Frau Ohren zu Hause gemacht, ne? Ich habe so was Salatöl genommen, ne? Eine Dose Vogelfutter drin. Und Katzenstreu, ne? Habe ich die fest mit eingerieben, ne? Die hatte nachher eine Haut wie der Flipper, ne? Peeling, ich mach dir ein Peeling, dass sie wieder sanft wird, deine raue Haut. Ich mach dir ein Peeling, frickelande Pickel, alles ist versorgt. Und wir hatten alle noch Rest Alkohol, ne? Und dann morgens Sekt, Frühstück und dann in das Schwimmbad rein. Ne? Könnt ihr euch ja vorstellen. Ne? Ich habe eine Cousine aus Jülich, die ist von der Fiurmeer eine Großcousine. Ne? Also, ich habe noch nie so viel Bikini gesehen. Ne? Die hat doch zwei unterschiedliche Körbchengrößen. Ne? Auf der Bikini stand C und A. Ne? Und so ging die dann in der vollen Körbe auf der Abenteuerrutsche. Ne? Ich weiß nicht, ob das Ding auch vorher schon Abenteuerrutsche hieß. Ne? Die mit einem Schwung, bumm, hing sie fest. Ne? Meine zwei Onkel, sie kamen sich vor wie bei Baywatch. Ne? Die Treppe rauf, die pressen wir frei. Ne? Haben die mit aller Gewalt von hinten, ne? Die hingen da in die Seitendinger fest, ne? Ne? Und auf einmal, ne? Wir haben von unten noch gerufen, Schneekoppe! Da rutschte die mit, die Onkels, die rutschte runter. Der Bikini hing oben, ne? Ja, das war's nun für heute. Unsere Show ist
kommt gut nach Haus. Danke, Harald Klass. Meine Damen und Herren, wir haben 20 Jahre Jubiläum, wir haben aber noch eine besondere Sache. Ich nehme mir einfach das Recht, das zu feiern, weil ich da stolz drauf bin, weil das auch einmalig ist. An meinen beiden Händen ist das Kinderprinzenpaar der Stadt Alsdorf. Dir die Blumen geben? Darfst du. Ich war nicht offiziell hier. Ich war inoffiziell hier. Ich habe da oben gesessen, weil ich dabei sein wollte. Und dann hat man mich gebeten, Blumen zu übergeben, die ich nicht bezahlt habe. Und ich habe... Das hätte ich auch so gewusst. Ja, das. Und ich wollte mich nur bedanken für den schönen Abend. Ich glaube, im Namen des ganzen Publikums. Es war wie immer... Genial, vielen Dank. Ingrid Kühne. Hallo, Ingrid Kühne hier, du. Vielen Dank. Danke, das ist aber schön, danke schön. So, wir machen jetzt die erste Stellprobe, erstmal einen Soundcheck, gehen alle Lieder durch, dann gucken wir uns mal das Bühnenbild an, das haben wir nämlich auch noch nicht gesehen, und dann die einzelnen Szenen, wo wir wann stehen müssen und so ein bisschen Text ansprechen, Anfang und Ende jeder Szene. Wir sind selbst noch gespannt. Was bist du groß geworden? 20 Jahre Kabarett mit Harald Klaassen, heute und morgen hier in Langenfeld im Schauplatz. Wie immer wissen Sie, fangen wir unser Programm hier an mit einer Probenwoche und probieren an Ihnen aus, ob wir da kommen oder nicht. Also Langenfeld ist unser Testpublikum, schon seit Jahren. So oder mehr? Und von seinen Tränen nahm er Hut und Stock, wollte Ready Steady nur noch Atemrock, Händchen klein, wie in die Welt hinein. Ja, wie kommt die Liedauswahl zustande? Ist natürlich inhaltlich geprägt zu der Nummer, die wir gerade schreiben. Dann ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil immer bei den Liedern, die wir in den Programmen haben, dass sie zum Jürgen passen. Also es sind keine Nummern, die er selber auch nicht hören würde in der Regel, sondern Musik, die zu seinem Lebensgefühl, zu seinen Erinnerungen passt, die wir dann ja, witzig, im besten Falle auch immer anpassen. Manchmal reicht eine Assoziation, My Way eben als Klassiker schlechthin, wo plötzlich ein Händchen klein drüber läuft. Dass man meint und weiß, der Zuhörer hat ein Bild und dieses Bild wird dann plötzlich völlig zerrissen durch einen witzigen Text, der dazu kommt. Die Aufgabe ist es dann, oder meine Aufgabe ist es weitestgehend, die Tonart zu finden, die zu ihm passen, die Wortwahl, die Stimmenlage. Ich versuche dann immer noch eine zweite Stimme dazu zu machen, damit das Gesamtpaket am Ende wieder stimmt. Und schließlich die Geschichte vom kleinen Hans. Er lief einfach von zu Hause weg, ließ seine Mutter weinen und verzweifelt zurück, zahl seinem Vater noch zwei Wertgegenstände und entfernte sich von seinem Heim. Doch seine Mutter schwor ihm bittere Rache. Mama Baker, die weite Teller. Mama Baker, was hat sie gekauft? Mama Baker.
sein. Hohe Berge im Sonnenschein, Heidi, Heidi, du musst nicht offline sein. Kennengelernt haben wir uns auf einem Schiff, mehr oder weniger, nach Griechenland. Das war die Abschlussfahrt einer Schulklasse, an der ich als Begleiter teilnehmen durfte, als Ehemalige sozusagen. Und Jürgen war einer der begleitenden Lehrer dieser Fahrt. Und auf dem Schiff stand ein Klavier, in den Hotels stand schon mal ein Klavier. Und der befreundete Lehrer, der also noch bei dieser Fahrt dabei war, wusste, dass ich Musiker bin und sagte jedes Mal, spiel doch mal was. Und ich habe dann auf diversen Klavieren und Flügeln auf diesen Fahrten immer Musik gemacht, auch sehr gerne. Und dann war diese Klassenfahrt vorbei, eine Woche war vergangen und dann rief Jürgen mich an und meinte, er würde ein Soloprogramm schreiben und er bräuchte noch einen Musiker, ob ich mir das denn vorstellen könnte. Das habe ich sehr gerne gemacht. Auf die Frage, wann das denn wäre, kam die Antwort, in einer Woche ist der Auftritt. Dann hatten wir eine Woche intensives Proben und dann war die Premiere. Also eine Vorpremiere ist immens wichtig, weil man den Vorlauf testen muss, welche Witze funktionieren, das ist für uns eigentlich am wichtigsten. Wie kommen die einzelnen Pointen beim Publikum an? Läuft das Programm so, wie man es sich selber im Kopf vorstellt? Also es ist für uns ein Test, genau wie fürs Publikum. Und je besser die Witze ankommen, desto lockerer geht man in die Premiere und weiteren Vorstellungen. Etwas von Henkers Mahlzeit. Schönen guten Abend, Langfeld. Hallo zusammen. Herzlichen Dank. Und Ihr Applaus für Jürgen B. Hausmann. Hoch aller Leben, hoch aller Leben, dreimal hoch. Dankeschön. Harry, herzlichen Glückwunsch. Und wir haben ein Leitmotiv heute Abend mit T. Leitmotiv, ne? Kennt man so aus der Oper oder so bei Wagner. Da ist aber Leitmotiv mit D. Ne? Da zieht sich, ne? Wagner. Wir haben ein Lied, das war zu allen Zeiten ein großer Hit. Harry, spielen mal bitte. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut steht ihm gut, er ist wohlgemut. Das war noch streng getrennt, ich habe eine Puppenecke, ne, und eine Bauecke. Ne, zwischen Jungen und Mädchen getrennt. Man saß viel im Kreis, ne, und sang, wir sagten zur Erzieherin Fräulein. Ne, da hätten sie heute einen Prozess am Hals. Ne. Ja, mit uns Kindern sprach man ja früher anders, das kennen sie alle noch. Wenn man zu Hause einfach nur im Haus blieb, da wurde gesagt, mach, dass du rauskommst. Geh spielen, ne? Du störst hier. Wenn du teut sagst, dann nehmen die Kinder sie einen Anwalt. Ne? Und sagen, ich werde gemobbt. Ne? Und dann war das besonders toll, wenn du die erste englische Liebeserklärung kriegst. Wir konnten ja damals nicht alle Englisch wie heute. Du lerntest das erst ab der 5. Klasse. Heute wird das ja schon im Kindergarten unterrichtet. Ne? Damit sie dann in der 10 auch alle nicht können. Ne? Denn das war die erste richtige Liebeserklärung auch von den Beatles beeinflusst, wenn man nicht sagt, ich liebe dich, sondern I love you. Ne? She loves you, hey, hey, she loves you, hey, she loves you, Händchen klein. Und
und ich rasiere mich nass und dann habe ich immer Rasierschaum, hasse ja dann. Und es ist immer so, wenn ich grad frisch eingeschäumt bin, klingelt es. Und nie ist eine andere da, der aufmachen kann. Und dann überlegst du, soll ich jetzt aufmachen, soll ich den Schaum abmachen, muss ich ihn wieder drauf machen. Ne? Ist ja auch Verschwendung. Ne? Da denkst du, komm, lass ihn drauf, machst das Fenster auf, steht der Postbote und hallo, lieber Nikolaus. Ja, ich habe das Badezimmer oben. Ne? Jetzt sagt ein Bekannter, rasierst du dir unten? Ne? Er sagt, unten rasiert meine Frau sie. Ich habe oben. Ich habe das Badezimmer oben. Jetzt können wir klatschen. Ne? Und ne, wir machen jetzt Pause bis 10:30. Dann spielen wir bis 1 Uhr. Ne? Und dann fährt einer in Monheim Brötchen holen. Ne? Und in der Zwischenzeit können da draußen was kaufen. Bücher, Hunde gibt es noch. Ne? Ein Hunde, ja. Ne? Einige CDs gibt es noch und dann haben wir jetzt Zwiebelkuchen, ne? Federweiße haben wir draußen, ne? Was so für die Muscheln gibt es, ne? Die sind von Montag, ne? Und aber allen Ernstes, meine Damen und Herren, das ist, wenn ich richtig gezählt habe, schon die 5. oder 6. Vorpremiere hier in Langenfeld. Wir machen dann hier immer eine Probewoche, die in Vorpremieren mündet. Das kann man nicht überall machen, dafür braucht man ein Publikum wie heute Abend. Herzlichen Dank dafür. Danke, Herr Eichklass. Sehr gerne, vielen Dank. Hier bin ich nur ganz allein und Hänschen klein wird nie mehr sein. Ja, mein Name ist Fernando und ich hab jetzt Hänschens Platz und bin jetzt ganz allein dein Schatz. Und ich denk nie mehr an Hänschen klein, ließ mich allein, Fernando. Hänschen wollt nur bei der Mama sein, ließ mich allein, Fernando. Ne, 1974 war ein Epochejahr, Willy Brandt trat wieder zurück, Helmut Schmidt wurde sein Nachfolger und Deutschland wurde Fußballweltmeister zum zweiten Mal nach 1954. Aber ein Thema dominierte, der Haare. Da sehen Sie selbst unseren Weltmeistern an, Beckenbauer, vorher Netzer, Breitner hatte meine Frisur, ne? So ein bisschen Mini-Plie. Es wurde überall diskutiert, wie lang die Haare sein durften. Ne? Und das nach den 60er Jahren, wo noch strenger Scheitel angesagt war. Seiten- oder Poposcheitel. Ne? Theo Lingen, ne? Kennen Sie? Nietnagel. Traurig, traurig, traurig. Ne? Das waren die Lümmelfilme. Ne? Die waren in den 60ern mit Theo Lingen. Ne? In den 70ern mit Ingrid Steger, ne? Aber die hat ja nie einer geguckt, ne? Unterm Dirndl wird gejodelt, ne? Beim Jodeln juckt die Lederhose, ne? Und man war den ganzen Samstag zumindest mit der Haarpflege beschäftigt, ne? Es wurde geföhnt, es gab klassische Modelle, einmal Turbo, ne? Und dann hier so billigeres aus der Kaufhalle, ne? Da musste man um 3 Uhr anfangen, wenn man um 6 Uhr fertig sein wollte. Und dazu sang Roy Black, Föhn ist es auf der Welt zu sein. Ne? Und es gab einen Lockenstab. Meine Mutter benutzte den jeden Samstag, immer dieselbe Szene. Ist er schon wahr?
Und damit konnte man Innen- und Außenwellen machen. Ne? Die Außenwellen sahen so aus wie so eine Dachrinne um den Kopf rum. Ne? Und das Coolste überhaupt bei den Haaren war Jeansjacke und geiler ging nicht mehr. Ne? So konntest du dann eine Schnecke angraben. Ne? Das waren Zeiten. Ne? Und drei Wettertaff. Ne? Frühstück in Delbrück. Die Frisur hält. Ne? Mittagessen in Mülheim. Die Frisur bleibt Frisur. Abends bei Jürgen B. Hausmann im E-Werk. Das Programm ist scheiße, aber die Frisur hält. Und es war alles bunt. Erinnern Sie sich noch an die Muster in den Tapeten? Farbkombinationen gelb, orange, braun, lila. Ne? Grün dominierte. Ne? Grüne Schuhe zu gelben Schlaghosen. Ne? Nur bei uns Kindern blieb es heile Welt. Ne? Erst 1977 wurde Heidi als Zeichentrickserie ins Fernsehen gebracht. Vorher gab es das ja als Spielfilm in den 50ern. Ne? Heidi, ein Mädchen, das mit Ziegen in den Bergen lebt. Ne? Das müssen Sie heute mal den Kindern erzählen. Die ist vor vollen Rottenmeier geflohen, ne? Und hat sich in Peter verliebt. Ne? Da wird mein Sohn sagen, Papa, wenn du willst, dann guck dir still an. Ne? Ja, das ist heute so eine digitalisierte Jugend. Ne? 3DS, Switch, PlayStation, ne? Das ist alles digitalisiert. Ich habe mich damit schwer getan. Ich bin ja Lateinlehrer von Haus aus. Ich habe noch SMS und WhatsApp auf Marmortafeln geschickt. Ne? Und ja, Heidi wäre für die heutige Zeit inkompatibel. Heidi, Heidi, findet heute die Berge Mist. Heidi, Heidi, weil da oben kein WLAN ist. Dunkle Tannen, hohe Berge im Sonnenschein. Heidi, stets offline sein. Und alle. Radi, 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 Und in den 70er Jahren änderte sich auch das Mutterbild. Ne? Unser Mutterbild war bis dahin geprägt von Heintje. Ne? Kennen Sie noch? Ne? Der kam aus Holland rüber, um uns zu erklären, was eine Mutter ist. Ne? Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Die Mütter, Tanten und Omas schmolzen dahin. Das Jüngelchen mit 8 Jahren mit Rollkragenpulloverchen. Ne? Oma so lieb, Oma so nett. Ach, wenn ich dich, meine Oma, nicht hätte. Brauchst du zu weinen, kannst du meine haben. Ja. Ja, unsere Großväter früher, die Opas, die waren lustiger als heute. Ne? Das lag an der regelmäßigen Kräuterzufuhr. Ne? Tagsüber immer schon so Wachhölderchen, ne? Oder Körnchen oder so ein Kräuterschnäppchen, das hob die Stimmung. Ne? Opa, erzähl uns mal ein Märchen. Der Opa kann keine Märchen erzählen. Was, mir hast du 40 Jahre Märchen erzählt?
Opa, erzähl mal was vom Rumpelstilzchen. Da fragst du verkehrt und der Opa rumpelt schon lange nicht mehr mit dem Stilzchen. Aber das Mutterbild änderte sich jetzt, ne? Das merkte man auch beim Händchen. Das ist die Geschichte vom kleinen Hans. Er reist von zu Hause aus, läuft in die weite Welt hinein und stiehlt seinem Vater Hut und Stock. Seine Mutter ist zunächst verzweifelt, doch dann schwört sie bittere Rache. Mama, Mama, Ma Bickel, wie weit ist er laut? Mama, Mama, Ma Bickel, was Hans sich so traut? Mama, Mama, Ma Bickel, Hans liebt sich so früh. Mama, Mama, Ma Bickel, kam wieder zurück. Ende der 70er Jahre und dann kam das Jahr 1980. Helmut Schmidt gewann noch einmal die Wahlen, aber wurde zwei Jahre später von Helmut Kohl abgelöst. Und Deutschland wurde 1980 Fußball-Europameister unter Jupp Derwall und zwei Jahre später Vize-Weltmeister. Aber damit war erstmal die große Zeit des Fußballs vorbei. Eine andere Sportart trat in den Vordergrund, Tennis. Und das lag an Boris Becker und Steffi Graf. Ne? Das kann man sich heute ja nicht mehr vorstellen, dass der Boris Becker mal Tennis gespielt. Er hat nachher die Sportart gewechselt. Ich glaube nicht, dass der heute noch weiß, mit wem er zusammen ist oder war. Ne? Der hat zeitweise breit gestreut. Ne? Und so mehrere Kinder, Noah Gabriel und so weiter. Und ausgerechnet bei Anna hatte die Vaterschaft die Leuche. Da haben alle gesagt, Boris, guck dir das Kind doch mal an. Rote Haare und ein dummes Gesicht. Von wem soll das denn sein? Ne? Da hat die gesagt, die ist von Roberto Blanco, ne? Und dann hat die gesagt, es wäre Samenraub gewesen. Ne? Da haben sie alle gesagt, das kann ja sein, aber das lässt man doch nicht überall rumstehen. Ne? Ganz anders Steffi Graf, eine etwas biedere, strebsame, eifrige, nur dem Sport verpflichtete junge deutsche Frauen, Mädchen, das nur Tennis im Kopf hatte. Ne? Keine Skandale, die einzigen kamen durch ihren Vater. Ne? Und die verliebt sich in André Agassi, besonders wie der in der 80er aussah. Ne? Tennis-Punk, ne? Bunte Haare, Turmenkorb aus derselben Stoff und Hose. Ne? Affären mit etlichen Frauen, auch mit Hollywood-Diven wie Brooke Shields. Ne? Und der verliebt sich ausgerechnet in Steffi Graf. Ne? Das wäre wie heute eine Affäre zwischen Dieter Bohlen und Annegret Kramp-Karrenbauer. Und ihr kennt das ja, wenn man dann überlegt, soll ich feiern oder nicht. Ne? Eine runde Geburtstag, goldene oder silberne Hochzeit, ein Jubiläum, auch Beerdigungen, ne? Die sind im Rheinland lustig, ja wieder ganze Karneval in Münster, ne? Das weiß ich auch noch, wenn früher mein Vater beerdigen ging, ne? So einen Klassen- oder Arbeitskollegen, ne? Sagt dann, ich jeder Josef mit beerdigen, sagte meine Mutter, bis morgen, Willi, ne? Und er hatte dann immer am nächsten Tag den Hut vergessen. Ne? Und wenn man überlegt, dann soll ich aber feiern, Lust habe ich keinen. Ne? Schon an die ganzen Köpfe denken. Ne? Wenn die aus Köln einladen, kommen die aus Kerpen nicht. Ne? Ich mir die Fressen schon alle vorstellen. Ne? Oh, da kommen die aus Bonn, die uns damals die fiese Was geschenkt haben. Die setzen wir nur raus, wenn die kommen. Ne? Ich habe keine Lust. Ne? Weißt du, was wir machen? Wir laden sie alle ein und gehen selbst ja nicht hin.
Und das ist ja immer so auf so einer Feier, das kennen Sie, da sind immer welche, die meinen, sie müssten was vortragen. Das sind doch die Einzigen, die meinen, dass sie es könnten. Ne? Meine Cousine hat eine Tochter, die ist 13, die und ihre Mutter sind die Einzigen, die meinen, dass die mal Opernsängerin wird. Ne? Sagt sie, die landet mal an der Skala in Mailand. Ne? Ja, sag ich, wenn da eine Friseur aufmacht. Ne? Aber du kannst es nicht verhindern. Ne? Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Sag, du kannst aufhören. Du hast den Hund kaputt gesungen. Wattestäbchen brauchen wir auch kein mehr. Du hast uns so Knies aus den Ohren geholt. Ne? Und dann ändert sich die Stimmung, das kennen Sie alle, wenn es so später ist, nach dem Essen, und dann wird gesagt, jetzt kommt Musik, jetzt wird getanzt. Dann erkennt man erst, wer Frau und wer Mann ist. Ne? Ich meine, es gibt Ausnahmen, ne? Aber meistens ist es so, wenn es heißt, jetzt kommt Musik, jetzt wird getanzt, die Frauen, Helene, Helene, und die Männer kommen immer auf das Klo. Ne? Aber man kann sich dem nicht immer entziehen. Ne? Bist du einsam heute Nacht? Leider nicht, ich muss mit meiner Frau tanzen. Hey, du stehst auf meinem Fuß, ja, da zieh ihm doch weg. Und dann kommen die Verwandten, die schon mal einen Tanzkurs hatten. Dankeschön. Danke, Harald Klaas. Dankeschön. 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 Boah, was war das hier? Haben wir das Jubiläumsprogramm für 20 Jahre angefangen, lief toll und dann plötzlich Schluss. Zwei noch im März in Köln. Dann haben wir gedacht, jetzt geht es richtig los und dann war Schluss. Mitte März der letzte Auftritt. Und dann, was sich keiner vorstellen konnte, wirklich nichts mehr. 6 Wochen kein Auftritt, keine Perspektive, nichts. Keine Veranstaltungen, keine Aussicht auf irgendeinen Ausweg. Wir waren noch nie im Autokino. Dann haben wir gesagt, dann probieren wir das mal. Eine Alternative in Corona-Zeiten, der richtige Riecher. Wir sind hier, um einfach noch mal was Neues zu unternehmen, bei der ganzen Zeit einfach, damit einem nicht so viel die Decke auf den Kopf fällt. Also es ist echt eine gute Sache, es ist auch mal Abwechslung, also wir haben uns richtig drauf gefreut heute. Wird für den Herrn Hausmann natürlich auch eine ganz neue Erfahrung sein. Ja. Ne? Das Publikum ist neu, ich sehe es auch kaum und dass man vor Autos auftritt. Und wenn man im Karneval aufgetreten ist, über hunderte Sitzungen, dann ist man ja doch schon mal gewöhnt, dass man keine Resonanz bekommt und man nimmt es dann nicht so persönlich. Und dann Ende April die Nachricht, wir machen Kabarett im Autokino. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich habe es gemacht und es war komisch. Mit Ausschnitten aus mehreren Programmen und Corona. Ich meine, im Karneval ist man das gewöhnt. Wenn du nach 3-4 Stunden auf einer Herrensitzung auftrittst, ist dieselbe Stimmung wie hier, ne? Nur ohne Autos. Ihr müsst jetzt mal mit Licht hupen, dass ich mal sehe, wie das. Ja, genau. Richtig, ja. Sag noch, der macht doch Scheibenwischer. Ist er ja.
Und dass man überhaupt in diesen Zeiten jetzt, wer hätte das gedacht, wenn sie uns das vor ein paar Monaten gesagt haben, ihr steht mit eurem Auto in Eschweiler auf einem großen Platz und freut euch, dass ihr eine mit der Lichthupe zuwinken dürft. Und wir haben all die Monate jetzt oder Wochen, die hinter uns liegen, haben uns ja so ja gefreut, wenn wir Klopapier kriegten. Also wir haben so gekauft, wir haben Klopapier bis 2025. Aber blieb so, ohne große Veranstaltungen. Dann sind wir mit dem Trio Corona durch die Altenheime gezogen, 6 Wochen lang, und haben Benefizkonzerte abgehalten. Eigentlich nur notdürftig, aber eine tolle Erfahrung. Kein Geld, aber viele Gefühle, vielen Menschen Freude gemacht. Alles andere vergessen. Das war ja schon eine Befreiung, als man dann auf den Balkon durfte. Ne? Sobald das Wetter schön war, haben wir gegrillt. Bei uns geht das aus dem Wohnzimmer raus, so eine kleine Stufe. Ne? So eine kleine Tritt, sagt man bei uns. Das ist harmlos, solange man achtsam und nüchtern ist. Ne? Aber wer grillt schon nüchtern? Ne? Meine Frau lief raus, der Florot Kuttler über die Länder. Ne? Ich dahinter, ich warf das Stangenbrot drüber. Ne? Schrien sie von unten, können Sie bitte noch einen Senf unterwerfen? Ich meine, gut, sei mal ehrlich. Als der Lockdown kam, die erste Zeit, man war froh, dass man manche Leute nicht mehr sah. Und dann nachher warst du auch froh, dass der andere Leute nur noch mit Maske saß. Ne? Veranstaltungen auch an Orten, wo man schon aufgetreten ist, aber anders. Draußen, auf Abstand. Alle müssen sich in Meldelisten eintragen. Und was zieht? Mit Essen. Kabarett mit Essen und Trinken oder Kaffee und Kuchen. Vor viel weniger Leuten. Man freut sich über fast die Hälfte der Zuschauer, wenn überhaupt. Manchmal war doch weniger. Endlich findet wieder etwas statt. Wenn auch wie heute ohne Harald. Zum Beispiel hier in Dortmund in dieser riesigen Industriehalle Phoenix West. Aber mit richtigem Publikum und richtigem Applaus. Dankeschön. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Unser Programm heute Abend heißt Nix Virus. Also mit V wie Virus und Nix Virus wie Nix Virus. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen. Es ist ja schön in dieser Zeit, dass überhaupt was stattfindet und dass wir vor Live-Publikum spielen können. Wer hätte gedacht, dass wir mal diese Situation erleben? Und wer hätte gedacht, dass das mal der wichtigste Gegenstand in unserem Leben wird? Die Aussicht. Das war ein komisches Jahr. Wer weiß, wie das nächste wird. Das fängt ja schon mal an, ohne Karneval, mit wenig Karneval. Mit anderem Karneval, erste Mal überhaupt seit 46 Jahren, fast ohne Karneval. Vorher waren die Kinder noch Kinderprinzenpaar, ein Höhepunkt. Wir sagen Danke, Alsdorf, ihr wart super und hello again. Aschermittwoch wie immer der Abschluss und genau eine Woche später war alles zu. Schulen, Geschäfte, alle Veranstaltungen abgesagt. Und im Frühjahr sollen dann die Veranstaltungen nachgeholt werden. 21 ist schon voll mit den Nachholveranstaltungen von 20. Das Jahr ist schon ausgebucht, ohne dass eine Veranstaltung dazu käme. Ich bin mal gespannt, wie das wird, ob wir Karneval kriegen und wie es weitergeht. Jung, was bist du groß geworden? Mal gucken.
meine Stadthalle Alsdorf, mein Wohnzimmer leer. Jetzt bin ich hier allein. Ist doch ein Fall, ein treuer Hosa. Er liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr, ein ganzes Jahr. Und noch viel mehr, die Liebe nahm kein Ende mehr. Prost. Urban Priol hat einmal aufgelistet, welche Berufsgruppen in der Kultur- und Kreativwirtschaft, in der insgesamt 1,2 Millionen Menschen arbeiten, von der Corona-Krise betroffen waren. Diese Branche macht einen Umsatz von 105 Milliarden Euro. Nur ein bisschen weniger als die Autoindustrie, aber mehr als die chemische Industrie, die Energieversorger und die Finanzdienstleister. Komm doch mit hören. Was ist das denn? Das ist ja furchtbar. Wer hört das heutzutage noch? Ich? Wollt ihr mit hören? Sollen wir zusammen hören? Nee, komm mal mit, wir zeigen dir. Nee, ich will nicht mit, ich will nicht weiterkommen. Setz euch doch hier mit. Papa, das ist furchtbar. Jetzt komm mit. Ich will aber, lass mich das gerade so gemütlich. Bitte. Was sollen wir denn machen? Wir hören richtige Musik. Ich habe aber auch keine Lust auf eure Musik. Aber das Bier mitnehmen. Ja, dann ist eine Sache. Warte, Bier mitnehmen. Aufbauhelfer, Abbauhelfer, Aufnahmeleitung und Agentur. Beleuchterinnen, Bühnenmeisterinnen, Bühnentechnikerinnen, Bühnenbildnerinnen, Bühnenbauerinnen, Bürokräfte, Bookerinnen, Babysitterinnen, Bestuhlerinnen, Backstage-Crews, Caterer, Cutterinnen, DJs, Druckerinnen, Dispatcherinnen, Disponentinnen, Designerinnen, Dramaturginnen, Elektrikerinnen, Einlasspersonal, Fahrerinnen, freie Mitarbeiterinnen, Feuerwehrleute, Fotografinnen, Gabelstaplerfahrerinnen, Gagschreiberinnen, Grafikerinnen, Getränkeverkäuferinnen, Garderobieren, Helferinnen, Hausmeisterinnen, Journalistinnen, Künstlerbetreuerinnen, Kabelhilfen, Kameraleute, Kartenvorverkäuferinnen, Kostümbildnerinnen, Kostümverleiherinnen, Kulturredakteurinnen, Klavierstimmerinnen, Layouterinnen, Lichttechnikerinnen, Maskenbildnerinnen, Medienschaffende, Mobiltoilettenvermieterinnen, Merchandising-Mitarbeiterinnen, Nothelferinnen, Ordnerinnen, Platzanweiserinnen, Programmiererinnen, Regieassistentinnen, Regisseurinnen, Roadies, Reinigungskräfte, Requisiteurinnen, Riggerinnen, Security Stagehands, Sanitäterinnen, Social Media Assistants, Tontechnikerinnen, Texterinnen, Tourneeleiterinnen, Theaterleiterinnen, Truckfahrerinnen, Ticketing Services, Umbauhilfen, Veranstalterinnen, Videotechnikerinnen, Warm-Upperinnen, Webdesignerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer. Unser geliebtes Publikum.